Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir haben ja ein neues Demonic Beast Battle bekommen mit Licht- und Dunkelheitswölfen. Wie die jetzt genau heißen, im Englischen oder Deutschen, weiß ich zwar noch nicht. Aber gestern hatte ich zum Beispiel gesagt, das Ganze soll am 12.07. kommen. Wurde ich jetzt korrigiert. Am Montag in der Patch-Notiz stand anscheinend drin, dass die Gap jetzt verkürzt wird. Das heißt, das Ganze soll tatsächlich schon nächste Woche Dienstag kommen. Also am 5.07. müsste das sein. Ja, am 5.07. sollte das Ganze jetzt schon zu uns auf Global kommen. Also nächste Woche Dienstag. Und wir sind hier im koreanisch-japanischen Stream zur Vorstellung von gestern. Dort schauen wir uns einmal an, wie dieses Demonic Beast Battle denn so aussieht und was ich denn so davon halte. Bisschen blöd, dass die Koreaner das hier immer in diesem Handy-Modus haben. Statt dass sie das irgendwie ein bisschen größer machen, gefühlt hier fünf Leute, die 80-90% des Bildschirms wegnehmen und 10-20% ist dann nur der Bildschirm, wo man was sieht. Die erste Phase ist gefühlt die, die am tankiesten ist. Sprich, in der ersten Phase kämpfen wir gegen den Lichtwolf, in der zweiten Phase kämpfen wir gegen den Dunkelheitswolf und da ist der Lichtwolf dann der Support-Charakter. Und in der dritten Phase müssen wir gegen alle zwei zusammen kämpfen. Und so wie ich das bis jetzt gesehen habe, also Ellie pusht halt gut die Werte, braucht man jetzt glaube ich aber nicht unbedingt. Freya ist absolut gut. Also mega krass für diesen für das Battle. Der macht mega Schaden und pusht die ganze Gruppe. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, den zu ziehen. Aber es geht auch ohne Sun God Freya. Man kann auch Rimuru nehmen und statt Ellie dann Margaret oder sowas. Oder halt eben statt Ellie, was auch geht, ist die grüne Melaskula. Damit ist es aber ein bisschen schwerer. Denn ihr braucht auf jeden Fall was, wenn ihr Freya nicht habt, womit ihr euch reinigen könnt, damit ihr nicht die ganze Zeit Entzündeneffekte drauf bekommt. Denn Freya verhindert ja, dass die ganzen Verbündeten von uns hier Entzündeneffekte drauf bekommen. Und die schmeißen normal Entzündeneffekte drauf. Sprich, wenn man das ganze, die ganze Thematik mit den Entzündeneffekten umgehen will, entweder grüne Melaskula, damit ist es auf jeden Fall schwerer, oder man zieht halt für Freya. Auch seine Crit-Chance habe ich jetzt herausgefunden, sollte so im Base, wenn man ihn gelevelt hat, mit ganz normalem OR-Gear so bei 260% rumliegen, also auch echt stark. Gerade seine Cleave-Damage-Karte macht extrem Damage, während natürlich die andere Karte jetzt nicht so der Wahnsinn ist. Aber ansonsten, also selbst Stockwerk 1 scheint relativ knackig zu sein. Also so wie immer, wenn Demonic Beast Battle rauskommt. Das wird, werden nicht viele schaffen, gehe ich mal von aus. Es ist tatsächlich nicht so einfach, wie das jetzt bei denen aussieht. Die haben natürlich perfektes Gear, alle Ults auf 6-6. Sprich, ich werde zum Beispiel wahrscheinlich keine Ellie benutzen, sondern statt Ellie Rimuru. Weil die dritte Phase, wenn wir da hinkommen, ist ziemlich ekelhaft, wenn wir die nicht möglichst schnell killen. Und Rimuru, seine Ult ist bei mir 6-6 und mit dem Abyss-Damage ist die für die dritte Phase perfekt. Und für Freya werde ich wahrscheinlich ziehen, einfach nur, damit ich es dort auf jeden Fall einfacher habe. Aber an sich sieht das Battle richtig geil aus, muss ich sagen. Aber ihr seht, die erste Phase dauert einfach ewig lange. Da gehen die anderen, also gefühlt 70% der Zeit braucht ihr nur für die erste Phase. Jetzt müsste er, glaube ich, gleich mit der ersten Phase durch sein. Mhm.
Die AOE-Karte von Melly, finde ich, macht überall bei dem Demonic Beast Battle echt guten Schaden. Guck, jetzt kämpfen wir gegen den schwarzen Wolf und der weiße ist der Support. Und wichtig ist natürlich, dass wir hier immer den Wolf anvisieren, weil sonst können wir natürlich ihn angreifen, der gar kein Leben hat. Aber wir sehen jetzt schon, ihr seht, jetzt ist der Damage auf jeden Fall schon mal immens viel höher. Zweite Phase ist nicht so schwierig, macht natürlich aber ein bisschen mehr Schaden. Aber wenn ihr Diana habt, sollte das überhaupt kein Problem sein. Plus er kann einfrieren. Wenn ihr Pech habt, friert er auch gleich zwei Charaktere in einer Runde bei euch ein. Wie diese Koreaner mitfeiern und mitheulen. Au! Ja, guckt euch jetzt allein mal die Ulti von Freya an, aber die ist halt auch 6-6. So, jetzt sind wir in der letzten Phase und da sollten wir relativ schnell sein. Und da finde ich, ist Rimurus Ult 6-6 deutlich besser als Ellis Ult, die ich nur auf 1-6 habe. Ihr werdet sehen, die sind relativ tanky und die hauen immensen Schaden. Plus Dianes Haltung ist gesealt. Solltet den dann auf jeden Fall innerhalb von 2 Runden killen. Bei denen sieht das jetzt hier nach extrem wenig Damage aus, aber dieser AOE kann euch gefühlt von ihm eigentlich innerhalb von mit 3, 4, 5, 6, also wenn ihr 4, 5 von denen abbekommt, seid ihr auf jeden Fall tot. Aber wie gesagt, die sind natürlich bis ans Maximum gepusht, die Charaktere bei denen. Und in der Runde beendet er es jetzt wahrscheinlich auch. Plus, wie ihr seht, die Passive von Freya mit dem Abbrechen seiner Fähigkeit, wo dann 5% der Basiswerte von allen gepusht werden, ist übrigens stackbar anscheinend. Das heißt, das kommt nochmal obendrauf. Bei dem Boss, wenn man frei hat, dass man halt auch immens nochmal gepusht wird. Und ja, so haben sie Stockwerk 1 Phase, also das war gerade erstmal das erste Stockwerk gelegt. Es sind, glaube ich, auch 3 Stockwerke. Ich glaube, die 2 und 3, das sollte bis jetzt wahrscheinlich nur die wenigsten schaffen. Also 2 vielleicht noch, 3 schafft wahrscheinlich zurzeit noch niemand, gerade am ersten Tag, wo er jetzt draußen ist. Oh ja, das war das neue Demonic Beast Battle, sieht mega nice aus. Und da ich mir jetzt schon Videos angeguckt habe, wie das Ganze ohne Freya läuft, finde ich, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, dort zu ziehen. Ich werde mir auf jeden Fall holen, sprich, ich werde keine zweite Rotation mehr im Ellie-Banner machen. Einfach, damit ich dieses Demonic Beast Battle auch möglichst schnell komplett legen kann. Und dann sollte es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.